Willkommen, liebe Leute, zum neuen und letzten Part von Super Mario World Land. Ich sag immer mein Welt, ey. In dem wir uns jetzt dem letzten Level widmen werden, was, wie man es von uns erkennen kann, ein Höhenlevel ist. Wird lustig, wir fangen an. So, da. Das weiß es. Was man hier sehen kann. Was für Glück, dass wir bei mir unseren Safe. Vielleicht ja den zweiten dann auch gleich, gell? Öffne. Jetzt so, speichern jetzt. Wir. Genau. Nicht laut abpressen. Safe. Und zwar den da. Das ist halt. So. Es geht darum, Vögel abzuschießen, die einfach random am Himmel fliegen im Prinzip. Aber da es das letzte Level ist, bevor wir Prinzessin Peach holen, wird es wohl noch ein bisschen schwieriger werden. Ja, die brennen nicht Peach, sondern ja, Daisy. Richtig, Daisy wird in dem Fall geholt. Das hast du sehr gut erkannt, danke. So, da haben wir noch Flugzeuge, die dazukommen. Da ist ein One-Up, den wir haben. Der kann man absolut Pilz ist. Ich weiß, das ist ein bisschen das Konzept. So in etwa. Sollen wir noch was helfen? Ja. Ach. Dunk. Save das jetzt hier mal unter Y. Da war ein Stern. Der Stern. Ja. Gut, dass wir gesaved haben. Da kommt der Stern, was haben sie auch gleich wieder? Ah. So, Y. Nein. Ich krieg den Stern nicht. Nee. Fliegst du da ein bisschen um diese Falsch dafür? Ah. So, nochmal laut Y. Ich bin. Gespannt, wie lange es brauchen werden für das letzte Level. Ich denke, wir werden ein bisschen was an Zeit verbrauchen. Ich würde mal ein bisschen zurückfliegen und drauf schauen, was eigentlich für Gegner kommen. Exakt so. Kein Sinn speichern sollen. Das stimmt, machen wir das nächste Mal. Jetzt haben wir einen Stern. Wir haben einen Stern. Und wie ihr sehen kann, wir haben einen Vorteil. Das war ganz übelst krassen, aber wir haben einen. Und probieren wir schnell zu fliegen, wie es geht. Geht nicht schneller. Geht nicht, okay. Gut, der Stern vorbei und ich würde genau in dem Moment helfen. Ja. Okay, wir laden. Macht nix. Macht sehr wohl was. Okay, wenn wir uns wieder mit sowas stundenlang aufhalten, okay, ist dem alles zurück, der Part dauert doch wohl länger. Stell das mal auf eine gute Stunde ein. Ey, macht nix, der Mensch, der nicht bekommen, ich sag's nochmal. Wie kann eigentlich die Performance von diesem Ding über 100% sein? Gar nicht so fair. Vielleicht weil damals die Stadt, weil es besser ist als die damalige Standard-Performance oder so. So, ich hab, bin direkt hier am den Links-Button zum Abspeisern von dieser Kacke. Ja, jetzt. So, Save. Y und Dings. Ne, man kann nur eins auswählen. Ja, gut, dann nehmen wir das erstmal. Warte mal, darf ich? Was? Ja, man kann nur eins gleichzeitig. Echt? Ja. Nein. Kann nur eins. Gemein. Macht nix. Ja, wir machen Y. Ja. Nochmal. So, wir wollen Sisa gehen. Wobei man das jetzt eh durch das Speichern und Öffnen eigentlich relativ gut erkennen kann. Wir gehen auf Nummer Sisa. Ja. Und dafür war es immer ganz gut, dass wir gespeichert haben. Ja, irgendwie erinnern mich diese Flugzeuge an diese Dinge aus Planes. Ja, diese Cars-Abklatze. Safe. Und zwar Y. Ich hab mir verdammt, jetzt kommt erstmal noch so ein Ausfall oder so. Irgendwie sowas wird kommen. Ja. Ich helfe lieber nochmal nur Sicherheit.
und diesmal den anderen links. Ja, angesichts dessen, dass gerade keine Gegner da ist, kommt da. Oh Gott, du musst hier von der Seite her, ne? Wobei das so dürfte nicht so ganz wert sein, glaube ich. Upsala. Da sind wieder irgendwelche bösen Dinger. Und ich glaube, jetzt kommt gleich ein Boss. Irgendwie sowas, glaube ich. Pass auf. Da sind irgendwelche Hände drin, WTF. So. Ah. Da, nein, das eine Wolke als Boss. Ich hasse Wolken als Bosse. Aber weißt du, was Wolken als Bosse tun? Naja. Wir hätten kurz davor helfen sollen. Nein, machen wir das nächste Mal. So, nehmen wir trotzdem den hier, weil wir da ein bisschen weiter vorne waren. Ja, Wolken sind immer böse. Vor allem dieser Lakito-Wolke kackt da. Hast du gehört? So, jetzt haben wir ja Y. Jetzt haben wir so einen gleichen Endboss. Mann, 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 das ging doch eigentlich relativ flutzig und schnell. So, laden wir wieder hier unseren Safe-Stand. Yay! Ich weiß, bei euch sieht es bis hinten aus, bei den kleinen Ladehemmungen. Während wir was loaden, aber euch dann nur Screen ist. Aber bei euch dann nur Standbild ist. Egal. Uns rettet das Leben. Ständig. Safe. 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 Y. Speisern. Jetzt kann man nämlich so einen schön gemachten Safe-Dings hier gleich loaden. Ja. Müssen wir mal helfen? Ja, das finde ich besser. Zur Sicherheit. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Hier kann man auch mal eine Speicherform gleich versauen. Richtig. Das Schöne ist, wir können beide nur nach vorne angreifen. Oh. Stirb endlich. Das ist der erste Gegner. Der jemals überhaupt, der mehr als einen Strang verteilt, richtig? Richtig. Wobei die Ninjas, aber die Ninjas waren ja überhaupt. Ich load dich hier nochmal hier rein. Ja, ist gut. So. Macht in dem Fall noch mehr Sinn. Ach komm. Ich load dich nochmal hier rein. Dann ein bisschen Kirby. Nee. Gab's in Kirby jemals einen Wolkenboss? Ja. Kirby Streamland. Okay. Aber der Boss, die Bosse hier sind, der Boss ist hier deutlich schwerer als jeder Boss in Odyssey, kann es sein? Ja. Eigentlich kann es nicht sein, weil er nur irgendwie was da rausschießt. Es ist einfach so, der ist massiv schwer. Ja gut, aber dafür ist das Ende, danach ist halt das Ende, ne? Was? Das macht Sinn, was ich gerade gesagt habe. Ja. Das hat so richtig viel Sinn. Ja, so. Ey. Wir haben ja ein paar Versuchsinn übrig. Egal wie einfach das aussieht. Das ist eigentlich kann das jetzt wirklich in Endlosschleife so weitergehen, ne? Ja, wir haben Safe-Dates gesetzt, wir können nichts verlieren. Das kann endlich so weitergehen, Leute. Also ich sehe schon, ich halte das mal auf einen. Der Speicherplatz voll ist. Das ist ja. Save mal. Wieder? Ja. So. Gut, machen wir jetzt aber nochmal einen anderen. Okay, zwei Zweier. Hab ich mir gemerkt. So. Exakt. Ja, so. Sieh ich das S-Wer. So, zwei. Macht nix. 2-2. Ja, it's a little bit complicated. Man merkt's. Aber wir bekommen den Boss noch hin. Ich bin zu was ist los. Ich nicht.
Ist schon. Du bist immer nicht was, ich sehe das nichts Neues. Ja. Aber ich muss ihn bekämpfen. Wieso muss eigentlich ich den Boss bekämpfen? Weil ich der Typ bin, der den Rest macht. Hilfe. So. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie oft wir den One hitten müssen. Oh Gott. Nee. Du weißt schon, was ein One-Hit ist, oder? Ja. Ich weiß es. Muss ich mal vorstellen, wie es ist, wenn man als wenn man als arme Seele im Bossfight vom Spiel Game Over erlebt. Ja, und dann von ganz vorne anfangen muss. Das war damals Realität. Ja. Wir haben Self-State, Gott sei Dank. Ja. Ohne das wäre ich zum Summen aus. Ja. Wir wurden von ganz vorne wieder anfangen. Ja. Und so tricksen wir ein geiles bisschen. Ja. Ja. So, perfekt. So hoch. Vorbei. Save. Seven. Gut, dann machen wir mal was weiß. Was weiß in der Safe. State Star. Und wir machen den Rest ohne Safe States hinzubekommen. Ich glaube, das wird nichts. Das könnte sogar sein, dass ich das schaffe. Rein theoretisch vielleicht. Das ist ja fast schon. Das Teil hat so eine nicht schlaue KI. Beziehungsweise ich glaube, das ist nicht meine KI. Bei damaligen Zeiten kann man den alles gut trauen, dass das damals noch selbst eine Nintendo-Mitarbeiter gespielt hat und das nur ich glaube, der Abfolgen abspielt. Ja, bestimmt. Nein, das hat kein. Das ist einfach so eine Zufallsgeneriert. Hier. Ich denke, das Spiel ist von 1990, ne? Das ist ein bisschen älter. Das erklärt einiges. Ja. Zum Beispiel auch, warum die Vögel so hässlich sind. Ja, ist halt hier 8-Bit-Style. So. Oder warum wir hier keinerlei Lebensleiste haben. Lebensleiste. Lebensleiste dafür haben. Das sieht doch, wie viel Leben du hast. Hä, ja, was? Lebensleiste für den Boss, meine ich. Also, die fehlt ein bisschen so. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ist die bei Odyssey da? Ja, normalerweise schon. Also, du weißt halt, es gibt, du musst ihn dreimal treffen. Na ja, gut, das stimmt. Also, ja, so was erstmal mit dem nicht, ne? Ja. Ich könnte rein theoretisch. 10.000 Mal treffen. Eine Unendlichkeit sein. Nein. So. Da, sag mal. Aber so viel looten wie gut in der Zeit, ne? Keine Panik. Den guten Zeit. Von dem Level hier. Okay. Ach, ja. Und das war eine Tatsache. Okay. Also, ihr habt es gesehen, ich habe das Projekt, weil das waren zu viele Part, um das nur in Silvester zu machen. Und das Rest habe ich halt um den Zeitraum rumgemacht, habe gleich 6. angefangen, 1. und so weiter und so fort. Habe halt jeden Tag jetzt ein Part da rausgeballert. Habt ihr gesehen, wie lange es jetzt voraussichtlich eben gereist hat. Genau. Ja. Das war nur so ein kleines bisschen Überraschungsprojekt hier, bevor wir im Februar mit einem neuen Retro-Projekt starten, und zwar einem richtigen Projekt. Was das sein wird, werdet ihr dann sehen. Genau, Retro-Projekt. Aber ein cooles Retro-Super Mario-Projekt im Februar. Bis dahin werden wir Odyssey auch fertig haben. So, das hast du sehr gut gemacht. Finde ich auch. Zwei. Zu saven, also habe ich vorgenommen, nämlich wirklich mehr Odyssey zu bringen, Mario zu bringen, weil Mario eigentlich mein liebstes Franchise für Nintendo ist. Und Mario in den letzten Monaten uns bei mir relativ kurz und knapp kam. Kein Scheiß. Französisch. Ah. So, passiert. Alles gut. Ja, ich kann noch ein bisschen weitergehen, Leute. Ich kann eigentlich mal so vorspulen, so 10 Minuten oder so. Schlag sie noch auf. Oh, hallo? David, was du da schreibst, ist unwirtschaftlich. Das weiß es. War nur ein Scherz gedacht. Meine liebe Community wird nie, aber auch nie eine langweilige Stelle in mein Video vorspulen. Doch. Muss sie sich das Video. Achso, stimmt, dann wird sie sich das Video nicht anschauen. Aber egal. Tja, das denkst du. Das denke ich. Und Matt, weil du kannst denken. Da. Moment, ich kann den. Ja. Und jetzt tust du aus, was den zu 1-1 Welt 1-1 öffnen und den Rest lösen. Das wäre leicht. Huh.
Was war das? Projekt beendet. Ja, nicht nur das. Das ist ein bisschen nervig irgendwie. So. Also, wie gesagt, Leute, nochmal, ich wundere diese Aussetzer, also diese, dass ihr da nur ein Standbild seht, das passiert immer, wenn wir ein Save-File, also wenn wir das Ganze speichern. Was so beim Gameboy ursprünglich nicht vorhergesehen war. That's why we're doing this right now here. Ja, ich hab's den anderen, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber ich möchte zum Schluss nochmal sagen, nicht, dass ihr euch das wundert, ich hab die letzten Mal immer Safe, Stunt-Bilder war... Das hattest du mal in der Aufnahmepause gesagt. Ach komm! Aufnahme, ich glaube, du hast aber echt nicht mehr viel. Das bekommen wir jetzt auch noch hin. Der regeneriert sich ja immer, wenn wir den Safe neu laden. Also... Glaube ich nicht. Der Safe hört genau den Moment auf, wo wir aufgehört haben. Kann ich da gar nicht regenerieren. Doch klar regeneriert er sich, weil dann der Schaden, den ich mittlerweile gemacht hatte, nicht mehr vorhanden ist. Sure? Ganz sicher. Weil das spult ja zeitlich zurück. Also in Zeiten, wo der Boss noch mehr Leben hatte. Heißt, wir erreichen hier insgesamt nichts. David, du musst einfach immer, wenn ich gut Schaden gemacht habe, speichern. Das ist deine Aufgabe. Okay. Ich bekomme es hin. Danke, das kann auch unendlich oft so weitergehen. Ja, wird's. Mal absafen zwischendurch. Zack, den Safe hier. Upsalala. Okay. Achtung. Dann fragt sich auch, was will eine Wolke mit Daisy? Achtung. Ja, gute Frage. Mit dem Bowser macht es ja noch Sinn, ne? Wir kennen wir alle hier. Ja, pervers, ganz klar. Aber, So, safen. Du hast was hier. Ja, ich safe jetzt jede Sekunde. Ja, ist. Ich bin erst durchbekommen, ja. Vielleicht habe ich ja tatsächlich irgendwo mal getroffen. Siehst du, und das war das Vorteil, wenn sie gespeichert hätten, hätten wir noch viel mehr gehabt. So. Jetzt ist sie weg. Oh. Jetzt haben wir es geschafft, oder? Nein. Ich speise es ab, okay? Ja. Nein! Zu spät. Ja. Ich muss direkt dann abspeichern. Also das ist noch gar nicht mal ein Endboss hieß. Das Ganze wird ein bisschen heavy. Ja, schön, dass du verstanden hast. Hey. So, aber die Wolke haben wir gleich wenigstens mal weg. Ich ausmache was. Ich hasse Bullet Hell. Gut, es gibt kaum etwas Schlimmeres als Bullet Hell. Außer in mir. Wir haben. Aber das liegt vielleicht auch jetzt. Solange es noch geht. Safe. Y. Ja. Hauptsafe. Ja. So. Gut. Jetzt kommt die richtige. So, ja, ich mal es. Ja, das wird jetzt lustig. Moment mal. Y. Wir müssen darauf achten, dass ich nicht so. Ah! Wie sieht denn das? Wie soll man denn dem ausweichen? Holy City. Das wird lustig. Nein, weicher nochmal. Nochmal. Ein anderer, oder wie? Ja. Ich will das auf gar keinen Fall verlieren jetzt. So. Den haben wir aber auch noch gespeichert. So. Du musst ja alle nur zerstören. Aber einfach nur wild auf das Wasser. Hallo! Wild auf das Türen zu hauen hilft in dem Fall auch nichts. Oh doch. Nee, nicht wirklich. Das heilt meine Seele. Deine Seele. Meine Seele. Ach komm. Das ist, also. Du hast immer noch dieselbe Aufgabe. Ja, das ist Esther. Das ist echt.
Vor allem. Ja, exakt das denke ich mir gerade auch. Warum besitzt Mario so ein Scheißteil wie ein Flugzeug? Ja? Die Odyssey ist cool, aber das da. Ja, Mai, das ging aus der damaligen Zeit noch nicht, dass ich mir da so. Hallo? Odyssey hinbastelt. Ja. So krass von dir, ey. Wobei das kein, eigentlich in den meisten Mobile-Teilen dann ist das nicht wirklich. Ja, aber ja, da rammt dich das Hiff. Ja. Und du gehst sofort down. Weil ich ja gar kein Hiff eigentlich, ne? Nein, es ist ein Monster! Es ist ein kastenförmiges Monster. Weißbrot. Ein kastenförmiges Weißbrot. Ja, wie, ich hab Bernd das Brot zitiert. Ich helfe jetzt so mal. So spät. Ja. Da musst du erst auf Sekundengenauigkeit achten. Wenn man sonst erst verkackt. Was das Safe State erstellen betrifft. Ja. Wie? Problem ist ja auch die jetzt zum Beispiel. Stopp! Ich safe jetzt mal so ein bisschen durch. Und zwar den 2.2 mal wieder. Ja, die Kugeln werden schneller. Ja, das stimmt. Das heißt, ich muss ein bisschen nach vorne. Achtung! 3, 2, 1. Ich glaube, das war ein bisschen scheiße, die Safe. Jetzt nochmal. 3, 2, 1. Was? Moment. Hab ich das falsche geladen? Ja. 3, 2, 1. Hä? Na, warte mal, ich habe ja noch andere Safe States. Ja. Was ist das Schreck? Ich habe noch andere, so, öffnen. So, jetzt hat. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ja, ich auch nicht. Da hat sich gerade immer noch nicht gespeichert. Ach komm, das ist dermaßen unfair. Ja, ich weiß. So, laden wir nochmal. Öffnen. Ja, so unfair. Sieh dir das an? Ja, der ist echt heavy. Schau, ich glaube, ich sag mal, wenn dessen wieder planmäßig tot gemacht wird, währenddessen du das hier weiter probierst, durchzukämpfen. Das ist doch ganz logisch mit der Planmäßigkeit. Nein, wie viel Hits hat man braucht und so weiter. Tu doch bitte, nein, dann lass mich normal. Ja. Ja, Meister. So. Also, wir halten fest. Scheißkerl. Ich bin übrigens gerade nicht fähig zu feuern. So, jetzt hier beginnen zu feuern. Wieso kann ich denn die Kugel nicht abschießen? Das ist doch scheiße. Nein. Aus. So. Warte mal. Warte. Wartet. So. Wunderbar. Höflich. Aber hilft halt auch nichts. Nein. Aus. Aus. Hör auf. Hör auf. Wo ist die Taste? Wo ist die Taste? Hier. 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 Was? Das habe ich nur getan. Was hast du? Wie? Nein. So. Was ist gemacht? Keine Ahnung. Aber es ist lustig. Tötet es, bevor es nicht tötet, was ja sowieso der Fall ist. David, ja? Könntest du bitte permanent auf den Y-Knopf drücken? Er weiß ganz genau, wie man es am Schluss weiß, er ganz genau, wie man es angeblich hätte machen sollen, hat aber keine Ahnung vom tatsächlichen Leben. Ja, das wird sein Problem im späteren Leben. Er weiß theoretisch, wie es geht.
Leider. Fast so schlimm wie ich, der Typ. So. Oh, der letzte konnte ich das auch nicht. Aha. Das interessiert mich jetzt wirklich. So. Also, hier. Ey, das ist so schwer, dem Ganzen auszuweichen. Und das Problem ist, dass ich eigentlich jemanden bräuchte, der permanent Y drückt. Weil es einfach jemanden braucht, der für dich schießt. Ich weiß, es geht. Du musst einfach den Typ die ganze Zeit betreffen. Ja, schon klar. Und den Dingern ausweichen. Ja, ja, ich weiß. Dann kann man jetzt auch. Ich drücke die ganze Zeit X und du weichst ihn aus. Okay, eben. Ich drücke X. Ja, gut. Und dann bekommen wir das zusammen und den Teamwork ist das geil. So. Da haben wir File Load. Tada. Badum, 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 badum. Okay. So, jetzt hauen wir den ersten mal ein kleines bisschen schneller. Oh. Hm. Du kommst das jeglich ums Ausweis. Warte. Wo sind die anderen? Was? Hm, keine Ahnung. So, öffnen. Ich hab's geschafft, ein paar zu löschen. Aber was, wirklich? Ja. Wie das denn? Ich hab auf Entfernen gewonnen, aber. Aber nur Self-Dead, oder? Keine Games, oder? Nein. Gut, dann ist eigentlich gut. Also du siehst, das ist ein Scheißball. Ja, aber die hat Dom Zettner zum Beispiel nach 3 Minuten hinbekommen. Perfekt. Und das haben wir erst 2010, der war, ja, ja, war ja noch unerfahren. Ja, ja, aber Dom Zettner ist auch ein Naturtalent und wir sind doof. Ja, exakt. Heiliger Bim-Bam-Buff. Dieser Boss ist echt schwer, kann das sein? Ja, richtig lustig wird's erst, wenn man keine Safe-Dinger gehabt hätte. Aber du musst den eigentlich nur ausweisen. Ja, aber das ist total schwer. Warte mal. Ja, gut. Öffne. Öffne es. Tu es, ich hab's geöffnet. So. Und ich feiere die ganze Zeit und du musst doch nur ausweisen. Ja, es ist total schwer. Ich glaub dir. Du musst nur auf irgendeinen blöden Knopf spammen. Ich muss hier. Krasses Ausweichmanöver erfahren. Wir müssen näher dran, wir müssen näher dran. Wir können nicht näher dran. Wir müssen einfach näher dran. Wir müssen näher dran und dann dreimal oder so absichern. Dann ist das Ding weg. Und das ist nicht schwer. Man muss einmal treffen. Aber man muss da wirklich nah dran. Das ist die Schwierigkeit daran. Warum muss man. Hast du das nachgeschaut, was man. Das hat Domtendo gerade gemacht, ja. Ich hab nachgesehen. Gerade wie du erklärt, dass es kommen soll, hab ich nachgeschaut. Ich denke nicht, dass man da. Mit. Aber das ist doch krank. An sich ist der Boss bestimmt total einfach. Und wir sind nur wieder so dumm. Nein, dieser Boss ist schwer. Obst haben wir auch im Haus. So. Super Mario Land ist bekannt dafür, nicht ganz so einfach zu sein. Ja. Aber die bekommen wir jetzt hin. Gut, und jetzt langsam, aber sicher. Wir sollten es vielleicht ein drin mal safe staten, so. Probieren. So. Der nächste Versuch. Töte es. Ja. Nein, wir können nicht. Also ich kann nicht. Und gleich probierst du mal die Pause-Taste zu spammen, um zu pausieren und das dann zu beißen. Draußen geht da gefühlt die Welt unter, ey. Jetzt mal einen Blick nach draußen werfen, beim Wetter. Ja. Wir jetzt sind hier und lachen uns. Wir speichern. An ein Boss hier gerade voll. Nicht load, sondern safe. Und zwar Dada. Ja. Und wie vor. Biegen. So, upsala. So, concentration, so. näher dran. Immer wenn ich versuche nach vorne zu gehen, kann ich nicht mehr gescheit ausweichen. Das ist übel. Achtung, ist gerade den hier. Okay. Aber das ist gut, wenn du so eine Pause Spice hast, musst du nämlich erst Pause drücken, bevor es wieder weitergeht. Das ist angenehm. Ja, gut so. Gut so? Oh. Pause! Nein! Ja, fuck! Hier hast du deine Pause. Das ist ein bisschen spät. So, nochmal.
So. Bist du bereit? Ja. Das habe ich klar. So, du lernst auch so langsam, wie es geht. Das ist gut. Hey, das ist einfach nur schwer. Ja, gerade war es so gut. Einfach weil die Kugeln komplett diagonal über den Bildschirm fliegen und so. Also ein moderner Bullet Hell Shooter ist da nichts dagegen. Auch einfach. Das ist ja auch kein Bullet Hell Shooter. Doch, das ist da. Das soll ein Jump'n'Run sein. Das ist ein Bullet Hell hier. Ein Causal Gamer's Jump'n'Run. Aber das ist nichts für Causal Gamer, das ist was für Hardcore-Fuzzis. Wir sind aber keine Hardcore-Fuzzis. Ah, das ist was für Hardcore-Fuzzis. So. Gut, dass ich gerade überhaupt hat. So, Moment mal, was zum Henker ist da? Ah! Das war nicht sehr vorteilhaft. So, das bekommen wir 10 Concentrators. Ich bin dabei. Man merkt's. Macht nix, so. Damals. Wir können ja mal Rollen tauschen. Nee, so anstrengend. Ja, genau. Ich würde das natürlich im ersten Versuch schaffen, aber... Natürlich würde ich das im ersten Versuch sofort machen, aber es ist ein bisschen zu anstrengend. Wenn ich es noch nebenbei aufnehmen muss, dann Körper. So. Was ist denn das Anstrengende? Gar nichts. Sind die Energie vom fürs Aufnehmen aus deinem Gehirn abgezapft? Das erklärt einiges. Okay, du darfst nicht reden, sondern dich wirklich aufs Bild konzentrieren. Okay, auf das, was da passiert. Das bekommen wir hin. Ja, das will der David bei Pornos auch immer. Was? Er will sich immer aufs Bild konzentrieren. Ja, ach, jetzt hör doch mal auf, damit das heiße hier, ey. Das ist nicht kindergerecht. Das ist mir egal, ich bin kein Kind. So, wir machen Kinder-Content, verstanden? Auch du. So, nein, das statt in allgemeinen AGBs, mit denen du dich gut beschäftigt hast. Welche AGBs? Egal. So. Also, und jetzt bekommen wir es hin. Nein, ich nicht. Auch du. Ja, alleine. Druck, Pause! Pause! Ja. Gut. Danke. Mach nichts. Du musst den Überblick behalten. So. Spice an. Achtung, 3, 2, 1, go! Kannst wieder Pause wegdrücken. Warte mal. Oh. Gut. Wir arbeiten uns voran und schaffen das von der Zeit, das waren 30, ja, wir konnten es nicht langsam Zeiten zu beenden. Achtung, ja, du hast da hier Pause im Kommando. Ja, gut, aber ohne dieses Helfstead hier wären wir erst am Arsch. Mhm, geil. Das ist das alte übrigens, glaube ich, oder? Nee, das war ja. Okay. Das müssten wir eigentlich... Rangeht echt nicht. Jetzt hat er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Wahrscheinlich kommt jetzt. Hui, nee, das war's. Jetzt kommt nichts mehr. Kleines Bild am Rande. Oh, Daisy! Daisy! Thank you! Mario! Tja, das mit Marky Pete's gar nicht sehen hier. Your quest is over. Und damit haben wir uns das schöne Outro an. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Interesse und Zuschauen von diesem Let's Play. Das war Super Mario Land. Nächstes Jahr um Silvester kommt der zweite Teil Super Mario Land 2. Darauf können wir uns mal freuen. Und mit dem Intro, Outro, macht's gut, Leute. Und ciao.